Mein Name ist Dieter Schulz, bin Professor hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und vertrete die Fächer Flugzeugentwurf, Flugmechanik mit Flugdynamik und Flugerprobung sogar und die Flugzeugsysteme. Hier geht es jetzt um Flugzeugentwurf. Die Materialien zur OER sind auf Englisch und darum sagen wir Aircraft Design. Also als Kind bin ich schon immer am Flughafen gewesen und habe dann irgendwie nach dem Maschinenbaustudium bei Airbus angefangen. Und nicht zuletzt, weil es da eine Motorfluggruppe gibt und man das Fliegen lernen kann. Und das Fliegen, da geht natürlich eine Faszination davon aus. Und ich glaube, das ist auch sowas Archaisches, nicht? Also wir haben irgendwie hier auf unserer Erde den Boden, die Erde, das Wasser und die Luft. Und als Menschen sind wir auf der Erde. Wir können auch mit Wasser irgendwie umgehen, aber mit der Luft nicht. Und da war es doch seit Menschengedenken irgendwie immer der Traum, so wie die Vögel, auch dieses Element Luft zu beherrschen. Und da geht die Faszination von aus und da leben wir eigentlich heute immer noch von dieser archaischen Faszination des Fliegens. Wir beschäftigen uns ja mit zivilen Passagierflugzeugen und die Entwurfsaufgabe ist erstmal ganz einfach. Da geht es darum, wie viele Passagiere möchte ich über welche Strecke transportieren und wie sieht das Flugzeug aus. Das Flugzeug wird dann dargestellt in einer Drei-Seiten-Ansicht mit einer Reihe von Parametern und dann haben wir das Ziel erstmal erreicht. Ja, man kann jetzt mal sagen, dass der Flugzeugentwurf sich in zwei große Bereiche gliedert. Wir haben erstmal die Dimensionierung, Preliminary Sizing, wie wir das nennen. Und da geht es darum, aus den Anforderungen erstmal so die ersten 5-10 Parameter zu machen. Als da sind Flügelfläche, Schub, maximale Abflugmasse des Flugzeugs, damit man überhaupt erstmal sieht, wie groß muss das Flugzeug sein, um diese Transportaufgabe zu erfüllen. Nachdem man diese Eckwerte gefunden hat, dann geht es in die einzelnen Hauptbaugruppen oder Conceptual Design und da schaut man dann an, wie man den Rumpf, die Flügel, die Leitwerke dann mit mehr Parametern bestückt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber andererseits muss man sagen, um das zu bewerkstelligen, muss man auch viel Erfahrung einfach nutzen. Da sind Daumenformeln, Statistiken gefragt und die Mathematik ist dann gar nicht mehr so schwer. Da haben wir dann die Grundrechenarten, die da im Wesentlichen schon ausreichen und über die OER wird dann der Lernende Schritt für Schritt daran geführt. Come on around. Am Ende kann der ein Flugzeug entwerfen, nicht? Ob man es glaubt oder nicht, das kommt dabei raus. Also wie ich schon sagte, aufbauend auf den Anforderungen an das Flugzeug, Nutzlast, Reichweite, Vorschriften aus der Zulassung, wird das Flugzeug Schritt für Schritt aufgebaut. Wir haben hier jetzt nicht die formale Optimierung drin, aber mit gewissen Heuristiken wird der Lernende Schritt für Schritt rangeführt, so dass dann zunächst erstmal ein traditionell aussehendes Flugzeug mit den Parametern so zusammengestellt wird, dass man sagen kann, dass es dann fliegt. Ja? Und das ist doch schon mal was. Ne?